und herzlich willkommen zu neuen Folgen CI 2 Streifen. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Was ging so letzte Woche bei dir ab? Ja, an sich nicht viel. Ich war beim Friseur. Simon? Bei mir ging letzte Woche auch nicht so. Halt irgendwie sonst, also so der ganz normale Corona-Alltag halt, ja, so. Ja, voll. Serie gucken den ganzen Tag. Halt nicht. Meine Serie ist vorbei. Was hast du angeguckt? Suits. Oh. Ja, und kann jetzt nicht spoilern. Ich muss es noch angucken. Richtig gut, aber jetzt weiß ich nicht, was ich weiter anschauen soll. Und meine Eltern haben es gar nicht verstanden, dass jetzt ein richtiger Teil von mir jetzt fehlt. Ein Teil von mir ist gestorben. Das ist immer so. Also immer, wenn so die Serie vorbei ist, denkst du dir so, und jetzt? Ja, was schon. Soll ich jetzt anfangen mit meinem Leben? Und jetzt? Und dann immer die Schwierigkeit, eine neue Serie zu finden. Die vor allem die Serie toppt. Ja, sozusagen. Oder halt auch gut ist. Ja. So, ja. Die Tageslosung für heute ist, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergeblich Mühe, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Psalm 90, Vers 10. Und der Lehrtext steht im 2. Thessalonicher 2, die Verse 16 bis 17. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste euer Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Wie auch in der letzten Folge wird diesmal eine neue Gruppe vorgestellt und heute ist die Gruppe Atemlos dran. Viel Spaß! Also, das Atemlos ist eine Jugendgruppe. Hauptsächlich haben wir Jungs, also sind wir Jungs im Alter von 16 bis 19 Jahre. Genau. Wir sind eine coole Truppe mit 5 bis 15 Teilnehmern und 4 Mitarbeitern und treffen uns immer einmal in der Woche Donnerstag abends von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Normalerweise im CFIM, jetzt aktuell gerade im Online, über Discord. Genau, machen ein cooles Programm, guten geistlichen Input, machen auch Ausflüge, waren im Europapark, waren in der Ninja-Halle. Also wir gucken, dass wir ein ziemlich abwechslungsreiches Programm immer hinbekommen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass die Teilnehmer Programm machen. Wir machen oft einen Grillabend. Im Sommer macht man Sommerabschluss, im Winter geht man entweder zusammen auf den Weihnachtsmarkt oder macht sonst zusammen irgendwas, eine Adventsfeier. Vielen Dank an die Gruppe Atemlos für die kurze Vorstellung. Kommen wir zum Klatt und Ratio im CVJM. Die jungen Erwachsenenfreizeit, die nach Perlesreuth gegangen wäre, fällt leider aus aufgrund von Corona. Was sehr schade ist, aber auch andererseits verständlich. Man hätte halt ja genau Richtung Perlesreuth gegangen, also Richtung Bayerischer Wald. Man hätte irgendwie ein bisschen wandern können. Wir wären auch an der Grenze von Tschechien gewesen, also hätte man da auch Ausflüge machen können. Aber ist leider nichts. Fällt aus, wie schon gesagt, und ist sehr traurig. Ein weiteres Thema bei Klatsch und Tratsch ist noch, es gibt einen kleinen Artikel auf der Homepage über uns. Schau doch mal gerne vorbei und liest es euch durch. Da gibt es auch Bilder, wie wir das hier immer aufnehmen. Natürlich auch Corona-gerecht. Das war das Thema Klatsch und Tratsch. Unser Thema für diese Folge ist Pfingsten. Für die es nicht wissen, Pfingsten ist immer 10 Tage nach Christi Himmelfahrt und somit 50 Tage nach Ostern. Und somit endet an sich auch die Osternzeit. Also die Gesamt-Ostern-Passions-Auferstehung. Also mit Pfingsten endet halt alles. So. Und Pfingsten ist für Christen das Fest der Sendung des Heiligen Geistes und gilt auch als Geburtsfest der Kirche.
Was ist denn am Pfingsten überhaupt passiert? War das nicht irgendwas mit dem Sprachwunder? Doch, Was das ist war ja an sich so, Sprachwunder? dass ja dann, also Jesus ist ja in den Himmel gefahren. Genau, es war ja Christi Himmelfahrt, was wir an sich ja schon gefeiert haben. Und die Jünger wussten ja dann nicht, was sie mit sich anfangen sollten und sind dann wieder sozusagen in irgend so ein Haus gegangen und haben halt alles versperrt, weil sie irgendwie auch Angst hatten, irgendwie jetzt ist ja Jesus nicht mehr da und so. Und dann kommt an sich der Heilige Geist auf sie hinab. Und dann haben sie ja plötzlich Mut wieder und so. Und genau, und dann verbreiten sie die frohe Botschaft. In der Zeit war ja, glaube ich, auch Passafest. Das war ja das Passafest. Genau, der Heilige Geist auf sie hinab. Und genau, es war zu der Zeit war ja Passafest. Also es waren ganz viele Leute in Jerusalem. Und die Jünger haben dann angefangen, die gute Botschaft zu erzählen. Und alle konnten sie auf ihrer eigenen Muttersprache verstehen. Also ist Pfingsten damit auch sozusagen Tag, an dem man die Heilige Schrift in verschiedenen Sprachen verteilen konnte. Na, an sich konnte jeder halt die Jünger verstehen. Hier, Turmbau zu Babel, Ja. wo Gott die einzelnen Gruppen, also oder so, die Sprachen wieder voneinander getrennt hat, sag ich mal. Und dann Pfingsten, wo er sie wieder zusammengefügt hat. So, jetzt wissen wir alle Bescheid. Genau. Was am Pfingsten noch stattfindet, ist das Pfingstjugendtreff. Ich weiß nicht, vielleicht haben es manche mitbekommen. Also das gibt es schon seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren. Ich glaube 60 Jahren schon. Und Pfingstjugendtreff ist in Aidlingen. Das findet jedes Jahr am Pfingsten statt, über Pfingstsamstag bis zum Pfingstmontag. Da sind circa 10.000 Christen übers Wochenende da. Und man feiert zusammen Pfingsten. Und es wird immer von den Aidlingern Schwester geleitet. Also an sich ist es auch immer so, wenn kein Corona ist, dass der Zimfim auch an sich immer mit einer kleinen Gruppe hinfährt und da kann man auch übernachten, also in Zelten auf dem ganzen Gelände so. Also hier auch für nächstes Jahr herzliche Einladung. Das Coolste ist eigentlich an Aidlingen, oder ihr müsst es euch so vorstellen, dass auch die Aidlinger Schwestern auch sozusagen die komplette Technik machen. Und es sieht auch echt manchmal echt witzig aus, wenn so eine Aidlinger Schwester halt vor so einem gefühlt 2 Meter langen Mischpult hockt und da halt die ganze Technik macht. Und was auch immer ganz witzig ist, also wenn Aidlingen vorbei ist, dann planen die Aidlinger und Schwestern für schon für nächstes Jahr Aidlingen wieder. Also Pfingstjugendtreff. Das ist echt verrückt. Und Aidlingen hat sogar eine Bibelschule. Also da gibt es auch eine Bibelschule, wo man hingehen kann. Stimmt. Und die machen auch, für die, die keine Bibelschule machen wollen, aber so eine Abendbibelschule, das gibt es auch. Das sind, glaube ich, 3 oder 4 Abende oder Wochenenden. Ja, die haben verschiedene Angebote, also sozusagen, glaube über mehrere Jahre oder ein Jahr Bibelschule oder Ja. halt auch so, sage ich mal, seminarmäßig, wo es, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Abende. Aber es kann man auch alles auf der Homepage nachgucken. Genau. Guckt mal vorbei. Und dieses Jahr, POT, findet ja wieder nicht so statt, wie es ja eigentlich gewesen wäre, wegen Corona. Ja. Die machen aber trotzdem einen Tag, und zwar an dem Pfingstsamstag am 22. Mai findet ein Livestream statt, den ganzen Tag über. Kann man sich mit ein paar Leuten zusammensetzen, wenn Corona es zulässt, und man sich das zusammen anguckt oder man guckt es halt alleine an. Ja, das POT zu Hause. Muss man halt bloß seiner Mutter anordnen, dass es dann Hefezopf geben muss. Oh ja, entweder dann zum Mittag Eintopf oder Kartoffelsalat mit Seidenmuschel. Und ganz wichtig ist so ein Krümeltee. Warum Krümeltee? Ja, weil das ist doch immer das Trinken in Aidlingen. Das ist ja dieser. Ist das Zitrümeltee? Ja, ich habe Nee. keine Ahnung, was das ist, aber es Nee, ist da so gibt's immer ähnlich. Wasser, da gibt's dann dieses Rhone, Zitrone. Himbeer. Ja, und das war's, glaube ich. Ja. Also, und keine Ahnung, was ist das? Also, ich glaube, das ist so eine Art Krümeltee. Okay, Also, weiß würde ich ich jetzt jetzt so. nicht. Ich weiß jetzt auch nicht so, aber das muss es natürlich auch geben. Und ganz wichtig ist natürlich Flaschen mit großer Öffnung. Sehr wichtig mit großer Mit Öffnung. großer Öffnung, wegen der Hygiene. Gut vorbereiten will, dann zieht man Gummistiefel an, weil grundsätzlich jedes Jahr am Pfingsten regnet es. Echt? Also die letzten Jahre
hat es immer geregnet. Stimmt. Mindestens einen Tag hat es immer geregnet. Stimmt, aber was noch wichtiger ist, dass wenn ihr dann zum Essen geht, auf jeden Fall eure Flagge aufstellt, damit jeder weiß, woher ihr kommt und dass die anderen Gruppen euch findet. Das ist sehr wichtig. Also wir müssen sagen, wir haben es schon professionell gemacht. Letztes Jahr haben wir 2 Bambusstöcke. Was haben die? Ich glaube, jeder so knappe 2,5 Meter. Ja, so hoch darf man doch nicht. Hä? Zusammengebunden? Wir kriegen immer, also CVJM Moor kriegt immer den Anschiss, dass wir unsere Flagge zu hoch haben. Hä? Gibt es einen zu hoch? Ja. Wenn wir haben die teilweise dann noch draußen, also vor dem Zelt, stehen. Und dann kommt immer ein Ordner und sagt, die ist zu groß. Man muss die abschneiden. Hä? Also dann musst du den Stab kürzer machen. Das hatten wir noch nie. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie hoch, knapp, also 1,50 oder irgendwie ein bisschen höher. Nee, im Leben doch nicht. Aber es gibt, ohne Witz, eine Regel. Wir werden jedes Mal angeschissen. Ja, ihr kommt auch aus dem Moor. Naja, wir sind Moor und Töpfigheim da zusammen. Ja, das ist, also wir hatten da bis jetzt noch keine Probleme. Und ganz schön, ganz wichtig ist natürlich die Württemberg-Flagge. Und darunter dann die Fellbach-Flagge. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn das Pfingstjugendtreff wieder ist, dass man da hingeht. Ja, es lohnt sich. Natürlich. Auf jeden Fall. Das ist ein Muss. Echt so. Ja, das war's auch schon mit der heutigen Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir begrüßen euch ganz herzlich bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt CI2 Streifen. Ein Podcast über Gott und die Welt. Folgt uns doch auf Instagram. Wie heißen da? CI_2 Streifen. Ja. Und schreibt uns doch über unsere E-Mail, wie ihr die Folge heute fandet. ci.2streifen@cvjm-fellbach.de. Sehr gut. Teilt doch diesen Podcast mit euren Freunden und wir würden uns über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ein Eichhörnchen. Die laufen hier ständig rum. Süß, mein Holz für mich. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.